Oft dauert es nur Sekunden und das geliebte Fahrrad ist weg. So ging es auch einem 39 Jahre alten Münchner. Ihm wurde Ende März sein Fahrrad gestohlen. Er war sich sicher, das Rad ist weg. Doch dann machte der 39-Jährige eine unfassbare Entdeckung. Ende April hat er dann sich nach einem neuen Fahrrad umgeschaut und hat dann in einem Geschäft im Zentrum Münchens ein Fahrrad gesehen, was seinem ziemlich ähnlich sah. Er hat dann den Geschäftsführer dieses Fahrradgeschäfts darauf angesprochen und dieser meinte, er könne sein Fahrrad jetzt einfach wieder mitnehmen. Das hat den Mann ziemlich stutzig gemacht und er hat uns verständigt. Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut und haben dann festgestellt, dass ein paar mehr Fahrräder stehen, die in diese Kategorie passen, an der Zahl 12 Stück. Wir haben natürlich alle Fahrräder, die verändert wurden, manipuliert wurden, sichergestellt. Der Inhaber und zwei weitere Angestellte wurden wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei angezeigt. Fahrraddiebstahl kommt in München häufig vor. Allein 2020 wurden über 6000 Räder geklaut. Wiedergefunden wurde nur jedes zehnte. Wer sein Fahrrad also liebt, sollte es besser gut absperren. Ja, zum einen ist es natürlich ein möglichst gutes Bügelschloss, 10% des Fahrradwertes. Und dann empfehlen wir eine Fahrradkodierung. Das sieht man hier ganz schön. Das ist eine Codenummer, die eingraviert ist, sodass das Fahrrad jederzeit wieder zugeordnet werden kann zum Besitzer. Und als Vorsorgemaßnahme empfehlen wir, ein Foto, ein aktuelles vom Fahrrad zu machen. Wichtig ist auch, dass man das Fahrrad am besten nicht nur abschließt, sondern auch an einem Baum oder Pfeiler anschließt. So kann es nämlich nicht weggetragen werden.